Ja, und an dieser Stelle sind wir dann auch wieder zurück in der neuen Woche mit Fallout. Genau, das sieht gut aus. Spielzeit hält sich noch in Grenzen. Ist ja auch noch nicht so viel passiert. Wir stehen hier relativ in den Anfängen. Wobei ich sagen muss, wir sehen da unten hier schon ein paar Waffen und Alien Blaster und Gamma-Kanonen werden erwähnt und. Wer Fallout 3 gespielt hat, der weiß ja, man hat damals dieses abgestürzte Raumschiff gefunden, beziehungsweise in dem einen Add-on konnte man dann ja sogar auf ein Raumschiff. Aber ich weiß noch, es war ja damals so, es war so ein Zufallsereignis. Da hat man dann auf einmal einen lauten Knall am Himmel gehört und auf einmal regnete es lauter Alien-Energiezellen runter. Aber man konnte nur diese Energiezellen benutzen und die waren echt mega selten, weil sonst hat man die gar nicht großartig gefunden. Eigentlich gar nicht. Außer halt später dann noch an dem Raumschiff. So, wir sind in Sanctuary. Stimmt, wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Tja, hier sind wir gewesen. Vor ein paar Stunden, als wir aufgewacht sind oder bevor wir uns ins Bettchen gelegt haben. Da hinten ist ein Roboter. Das ist auch unser Ziel, okay? Gehen wir hin. Geh nach Hause. Cosworth? Was ist denn das, die Möglichkeit? Das ist unser Roboter. Ist es wirklich? Cotsworth? Du bist noch da? Also, krass. Könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Puh. Sie kann nicht tot sein. Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Und wie? Eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Sean wurde entführt. Puh. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, mein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Puh. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch.
Gibt's hier irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. So, dann folgen wir mal kurz, Wurz. Tja, schon heftig, oder? Oh, und wie eingestürzt ja das ist. Happy Halloween. Ich würde sagen, was höre ich doch. Blehfliege. Sehr schön. Moment, wir werden mal kurz was einstellen, weil damit ich nebenbei Dialoguntertitel und allgemeine Dialoge, genau, damit ich nämlich nebenbei erzählen kann, finde ich das ganz schön. Warte mal, ich hätte gerne Orange. Oh, so ein richtig schönes Orange. Ah, ja, das ist gut. Nee, Pink nicht. Ja, so ist gut. Oder wir nehmen. Nee, komm, wir nehmen das hier. So. Jetzt, wenn ich den Pip-Boy aufmache. Tada! Sehr schön, finde ich viel besser. Wir könnten das mit dem Hard natürlich auch noch ändern, aber. Ich finde das aktuell ganz gut. Wir haben jetzt leider nicht die Möglichkeit, alles zu durchsuchen. Das werden wir in Ruhe noch machen, ne? Weil nicht, dass einer oder andere denkt, hey, Mr. Zogger, durchsuch die Sachen jetzt nicht mehr. Was ist hier los? Nee, keine Panik. Hier gibt es auch noch tonnenweise Sachen zu finden. Das werden wir dann alles erkunden. Was hat das hier? Was ist hier? Silbertafel. Ich nehme es mal mit. Ja, stirb. Ist ja gar nichts an Prozent. So. Haben wir alle? Ich glaube ja, ne? Strahlungsschaden, ja, nicht so viel. Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Ich glaube ja. Komm schon, Cotsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Ja. Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind nicht ganz so beherrscht wie ich. Was meint er damit? In Concord leben immer noch Menschen. Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimat. Okay. Mach das, Cosworth. Ich, schau mich mal. Oh, Pistole. Wir werden das wenigste von dem ganzen Zeug brauchen jetzt aktuell. Aber wir gucken uns um, weil es gibt auf jeden Fall genug Sachen zum Entdecken, Mitnehmen. Ich weiß noch, Kronkorken und solche Sachen alles. Das geht nicht. Nehmen wir auch mit dreieckig gefaltet, ne? Düm, düm, düm. Gucken. Oh, hier, was haben wir hier? Blähfliegenfleisch. Nehmen wir mal mit. Kann ja auch nicht verkehrt sein, ne? So. Das habe ich am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht gecheckt. Habe ich nur durch dummen Zufall dann gesehen. Aber in den ersten paar Minuten des Spiels, als ich die ersten Spiegel gesehen habe, habe ich das gar nicht bemerkt, dass man das auch durchsuchen kann. Ey, ist natürlich vieles schon geplündert, ne? Postbotenmütze, na gut, okay. Ach, die hatten. Oh, das ist ein Tresor. Ja, das kenne ich ja noch, das war beim Vorgänger auch so. Ja, muss es hier so sein. Sehr schön. Das ist easy peasy. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich alles mit. Warum ich diesen ganzen kleinen Krams mitnehme, das hat einen guten Sinn, Grund und Zweck. Aber das werden wir gleich entdecken. Kurz gucken. Da hinten nochmal. Ne, das ist komplett eingestürzt. Da brauchen wir nichts nachgucken.